Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Channel. Dieses Format, was wir heute abgedreht haben, ist quasi ein Format, was daraus entstanden ist, dass wir die Top-Mixes für die jeweiligen letzten Jahre immer aufgenommen haben. Dieses Jahr ist es ein bisschen anders. Dieses Jahr werdet ihr andere Gesichter in diesem Top-Mixes-Video sehen. Aber das Video wird deswegen nicht weniger attraktiv. Und wir stellen euch jetzt unsere Top-Mixes im Jahre 2023 bisher vor. Viel Spaß mit dem Video. Wir fangen an mit dem lieben Stefan. Servus. Ihr seid so kleine Ficker. Hi, ich bin Stefan von Hooker Bros. Man sieht es vielleicht hier an den Räumlichkeiten. Ich stelle euch heute drei meiner Lieblingsmixe vor, die ich 2023 geraucht habe oder viel rauche, gerne rauche, immer wieder rauche. Und zwar, da haben wir einmal, na klar, Blackburn, einmal Must Have und einmal Tenuous. Bei mir ist es so, dass ich gerne die Flavor jeweils authentisch nur untereinander mische. Dementsprechend bei Tenuous wäre es Cashmere Black mit Lemon Lime und ein Hauch Cane Mint. Die Prozentzahl, die wird Erik, gehe ich von aus, einfügen. Und dementsprechend schaut ihr dann entweder hier oder da oder wie auch immer irgendwo. Also, und zwar der zweite Mix, den wir noch haben, das wäre Blackburn. Da habe ich mir gedacht, was rauche ich gerne, was raucht ihr gerne, was kann man kaufen. Da ist sogar ein reiner deutscher Flavor dabei, den man hier erhältlich hat. Und zwar Ananas Schock, Pineapple Schock mit Lemon Sweets. Prozentzahl kommt und dementsprechend, das geht immer. Sommer, Winter, einfach süß, sauer, das schmeckt. Vertraut mir, probiert es. Also, und als dritten Mix haben wir hier noch Must Have. Da rauche ich super gerne Rocketman. Der besteht ja aus Pinkman, Kiwismus und Grapefruit. Aber da ich das saure, süße mehr mag von der Grapefruit und vom Pinkman, mit den beiden noch irgendwie aufpeppen. Also, das dazu. Stefan, euer Hooker Bra. Bis dann. Also, mein Name ist auch Stefan von Hooker Bros. Wie ihr seht, hier in meinem schönen Büro. Nee, Spaß beiseite. Ich bin der Aaron von Academy. Ich stelle euch heute auch meine drei Lieblingsmixes aus dem Jahr 2023 vor. Nummer uno, mein Lieblingsmix auf Nummer 1 aus dem Jahr 2023, auf jeden Fall der Raspberry Shock und der Blackburn Ice Baby, jeweils zu 50-50 gemischt. Ihr seht es dann nochmal hier irgendwo eingeblendet. Mein Mix Nummer 2 ist ein reiner Darkside Mix, und zwar der Red Zeppelin mit 50%. Der Grapecore von Darkside mit 40% und der Dark Mint mit 10%. Finde ich einen ziemlich geilen Mix und einen sehr außergewöhnlichen Flavor, und zwar Stachelbeere. Das ist der Gooseberry. Kriegt man hier leider nicht so, aber finde ich schon sehr, sehr brutal. Vor allem mit der Minze und mit der süßen Traube noch dazu. Harmoniert perfekt. Und mein letzter Mix ist ein sehr außergewöhnlicher Mix. Der ist eigentlich so ziemlich aus Langeweile entstanden. Und hätte niemals gedacht, dass der so gut harmoniert und dass ich den so oft rauchen werde. Und zwar einfach 50% Darkside Red Tea und 50% Admiral Akbar. Keine Ahnung warum, aber er harmoniert perfekt einfach mit diesem Hibiskus-Tee und diesem Früchtemüsli, diesem Bärenmüsli. Probiert selber aus und überzeugt euch selbst. Gut, das war's aus dem Hooker Bros Hauptzentrale. Ja. Ich heiße euch herzlich willkommen bei diesem Video, beziehungsweise ich danke Ali und Yannick, dass ich hier da sein darf. Ich soll denn gerne meine Favorite Mission für euch bereitstellen. Hinter der Kamera Yannick. Moin. Ja, dann fange ich direkt mal an. Also, einer meiner Favorites, Erik, ich hoffe, du blendest das hier ein, ist, ich habe es hier auch ein bisschen benannt, das oder der russische Apfelbaum, und zwar Darkside Wild Forest mit Savu Tuana. Für mich einer der besten Doppelapfel-Bärenmischen, die es für mich so gibt. Die zweite Mische ist Traube Minze auf Testo. Fuck Your Life, Traube Minze, Darkside Needles und Kiss mit Veritas. Ein sehr ausgewogener Flavor für mich. Man hat die herzhafte Traube Minze von Fuck Your Life, noch die gewisse Kühle dazu. Mit Darkside Needles und Veritas einen floralen Touch. Wirklich 1A-Mix. Meine dritte Top-Mische ist Mikas Kokosnüsse. Grüße hierbei an Mika, die habe ich von dir. Und zwar ist es Coconut Shake von Must Have mit, ich habe jetzt Black Pineapple, aber ihr könnt da wirklich jeden anderen Ananas-Flavor nehmen, auf den ihr Bock habt. Ergibt, abgestimmt, sowas wie ein, nennt man diesen Drink, Kokosnuss, Ananas. Ihr wisst schon, dieses Mojito? Nee, Mojito nicht. Caipirinha, hat mir gefallen. Auch kein Caipirinha, Bro. Was ist das nochmal? Erik, blende dein.
Ja. Couscous Edik. Edik weiß Bescheid. 50-50 könnt ihr mischen, aber wie ihr wollt. Nach was es euch nach Herzen beliebt. Schuhe, Ananas, Koks und sag ich mein Mix. Mika, Gruß geht raus. Ja, kann auch. Stimmt, du hast den auch oft geraucht. Digga, das habe ich damals geraucht. Ja. Du hast aber den immer mit Ananas Schock. Ja, ja. Ne? Ananas Schock von Blackburn. Ja, auch ein sehr nicer Flavor. Kann ich euch nur empfehlen. Welche Sorten waren das eben nochmal von dir? Ich habe einfach Coconut Shake und Black Pineapple. Also Black Pineapple von Kismet. Ja, genau. Okay, sehr gut. Ich wollte sagen, Black Pineapple, sehr gute Alternative zu dem Schock, weil der Schock sehr intensiv ist. Also der Mix klingt wild. Genau, Schock, nicht so meine Note, aber kann man auf jeden Fall machen. Ja, dann eine Mische, die schon ein bisschen ausgestorben sein mag, und zwar Wildberry auf Russisch. Dazu gehört der Somo Burberry Red, an dem man, glaube ich, aktuell nicht mehr so gut rankommt. Der Must Have Pinkman und Darkside Needles, eine ja abgestimmte Mische. Beerig, floral und durch den Pinkman ein bisschen fruchtig. 1A. Die letzte Mische von mir, die ich euch vorstellen werde, ist das russische Teehaus im Zitronenfeld. Und zwar ist es der Fuck Your Life Zitrone-Minze mit Darkside, B-Monster und gegebenenfalls etwas Supernova, wenn ihr es ein bisschen kühler mögt. Und ja, das waren meine Top-Mixes. Danke Ali, Kuss geht raus an dich. Viel Spaß mit dem Mischen. Letzte Worte, Yannick. Wir sehen uns demnächst wieder irgendwann auf diesem Kanal. Schöne Grüße gehen raus und Daniel hat hier noch eine schöne Pfeife hingestellt. Sehr, sehr gute Auswahl. Kurz geht raus. Wir sehen uns. Meine Top 3 Mixes erfahrt ihr natürlich jetzt auch. Und zwar der erste Mix ist sehr ausgefallen meiner Meinung nach. Und zwar fangen wir an mit 20% Olive. Dann nehme ich meistens die Olive von Bonch. Ich glaube, es gibt auch sonst gar keine Oliven. Bonch Olive, aber zumindest ist das der bekannteste, 20% von Bonch Olive. Dazu nehme ich mir zwei verschiedene Erdbeeren. Zum einen eine Wild Strawberry, die gibt es von verschiedenen Herstellern. Ich präferiere da tatsächlich den von Bonch auch. Und ein Creamy Strawberry zu jeweils 40%. Creamy Strawberry geht zum Beispiel in die Malibu-Richtung. Blackburn hat da einen sehr, sehr guten Flavor. Wenn ihr keine Creamy Strawberry habt, könnt ihr das aber auch so ein bisschen adaptieren. Deswegen gebe ich da auch so eine allgemeine Aussage zu. Olive, Wild Strawberry, Creamy Strawberry. Zweite Mix besteht aus 40% Wild Strawberry. Wie ihr merkt, Wild Strawberry von Bonch hat es mir angetan. Der wird auch wieder hier in diesem Mix verwendet, und zwar 40% Wild Strawberry. Dazu haben wir 50% von Overdose Guayava. Das ist eine Guave. Ist es eine Guave? Ja, ne? Geht auch so richtig in die Tangis-Richtung. Es gab damals auch den Kashmir Guayava und der Overdose aus Russland hat auch so einen ähnlichen Ton. Ist eher so eine herbe Note, nicht so wirklich süß, und gerade zu diesem süßen Erdbeeraroma ist es ein ganz gutes Pendant. Und das Ganze wird dann abgerundet mit 10% Basilikum. Könnt ihr zum Beispiel auch den Basil Blast von Darkside nehmen. Ist ein rundum feiner Mix, sehr ausgefallen, aber ich bin gespannt, wenn ihr den nachprobieren oder nachbauen könnt. Bin ich sehr gespannt, was ihr dazu sagen werdet. Und als letztes ist tatsächlich ein Mix, den ihr in Deutschland relativ einfach nachbauen könnt. Zu je einem Drittel verwende ich hier Darkside Needles. Dazu habe ich meistens von Blackburn den Cranberry Shock genommen und den Barberry Shock. Ihr könnt aber auch andere Berberitzen oder auch andere Kranbeeren bzw. Cranberries nehmen. Wichtig ist nur, dass ihr jeweils ein Drittel verwendet. Gerade bei den Needles solltet ihr nicht zu viel nehmen, aber auch diese Needles-Note, gerade mit diesem säuerlichen und fruchtigen Aroma, kommt da sehr, sehr stark. Gerade im Sommer sehr häufig geraucht, und viel Spaß beim Nachbauen. Und an der Stelle auch vielen, vielen Dank an Aaron, Stefan und Daniel für ja, die Parts, die in diesem Video geleistet wurden. Vielen Dank für eure Top-Mixes. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst sehr, sehr gerne eine Bewertung da. Abonniert diesen Channel, abonniert die Channels von den Jungs, die waren auch jeweils eingeblendet. Ansonsten, falls ihr Vorschläge für die zukünftigen Parts habt, wer auch gerne mal dabei sein sollte, schreibt es in die Kommentare, und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao, ciao. I really feel it's my time, think it's my year. Yeah, yeah, I really feel it's my time, think it's my